Forbes. Look, mama, I made it to Forbes. Yo, meine frischen Freunde, schön, dass ihr wieder da seid und willkommen zu einem endlich mal wieder neuen Video. Ihr habt schon lange darauf gewartet, denke ich mal. So über eine Woche war ich jetzt inaktiv auf Twitch und auf YouTube. Eigentlich überall, was das angeht. Und ja, der Grund dazu oder der Grund war einfach, ich hatte wirklich mega viel Stress. Ich hatte lange Arbeit, viel Arbeit, es war wirklich stressig. Ich musste so viel erledigen, Briefe schreiben, E-Mails schreiben, alles Mögliche. Und ja, deswegen konnte ich einfach nichts machen. Ich hatte leider keine Videos vorproduziert oder sonstiges, nichts vorgeschnitten. Und deswegen konnte ich auch leider nichts hochladen. Tut mir echt leid. Unser 0815 Video wollte ich einfach nicht hochladen. Ja, moin. Auf jeden Fall, ihr kennt mich, wenn zumindest ist es bei mir so, wenn das Video scheiße ist, wenn es mir nicht gefällt, wenn ich weiß, okay, das Video ist scheiße, dann lade ich es gar nicht hoch. Selbst wenn es schon fertig geschnitten ist, selbst wenn ich eine Stunde dran schneide, also ich mache es immer so, ich schneide meine Videos und während dem Schneiden schaut man die Videos eh schon 5000 Mal an sozusagen, weil man immer wieder guckt, ob der Schnitt passt und hast du nicht gesehen. Und am Ende gucke ich es wirklich nochmal komplett an, während dem Upload so, weil der braucht eben ein paar Minütchen. Und wenn es mir dann wirklich nicht gefällt, dann scheiße ich auch drauf, dann lösche ich das Video wieder. Also ich muss meine Videos selber gerne angucken können, damit ich weiß, dass es den anderen auch taugt. Also vielleicht ist es ein Tick von mir, aber ich finde, das ist auch richtig so. Deswegen wollte ich auch, wie gesagt, keine 0815 Videos hochladen. Ich hätte ja schnell irgendwas aufnehmen können, so wie ja nicht lachen Challenge und guck irgendein Video an und lach mir da einen Arsch ab oder so. Würde auf jeden Fall auch noch folgen. Ja, das wäre halt so eine Schnellaufnahme gewesen und hätte ich schnell schneiden müssen. Vielleicht wäre da irgendeine Scheiße reingekommen und deswegen habe ich gesagt, okay, mache ich lieber gar nichts und konzentriere mich ruhig nur auf den Stress, den ich im Moment hatte. Ich denke, ihr seid mir da aber auch nicht sauer. Ja, jetzt auf jeden Fall läuft's wieder. Jetzt läuft's wieder. Das ist eigentlich der Hauptgrund, warum ich jetzt das Video hier mache. Und damit ihr Bescheid wisst, was los war, wir machen einfach mal einen M-Zähler. Ich glaube, ich habe schon 3000 Mal M gesagt schon wieder. Und jetzt wollte ich es schon wieder sagen. Auf jeden Fall. So, habe ich ein neues Wort. Jetzt wollte ich es schon wieder sagen. Alter, was ist mit mir los? M-Zähler aktiviert, auf jeden Fall. Auf jeden Fall hatte ich auch schon zweimal gesagt. Leute, heute läuft's nicht. So, ich komme gar nicht mehr dazu. Auf jeden Fall und ich weiß nicht mehr weiter, ich bin hängen geblieben, Alter. Ganz kurz Pause. So, was mir gerade durch den Kopf schießt. Was gibt's noch für Wörter, die man einsetzen kann, wenn man nichts weiß? Also zumindest gibt es M. Es gibt so. Okay, könnte man noch sagen. Da war das M schon wieder. So, was gibt's noch? Auf jeden Fall. Genau, das hatten wir auch noch. Oder hatten wir das schon? Scheißegal. Auf jeden Fall. auf jeden Fall. Ja, sonst gibt's gar nichts mehr, oder? Gibt's da noch was? Vielleicht das langgezogene Okay könnte man noch dazu zählen, wenn man so sagt, ja. Okay. Aber dann kann man weiterlabern. Ja, okay. Also 5 Wörter haben wir gefunden, die man einsetzen könnte. Das sind eigentlich nicht viele. Wenn man jetzt so ein Video macht und mal kurz überlegt und keinen Schnitt machen möchte, dann kann man nur eins von diesen 5 Wörtern nutzen und das dauernd abwechseln, ist auch bescheuert. Ja, belastend. Falls euch was einfällt, schreibt es in die Kommentare. Jetzt geht's weiter mit dem normalen Video. Ja, da war schon wieder das M. Aber ist mir scheißegal, ihr wisst Bescheid. Ja, wo waren wir überhaupt stehen geblieben, Alter? wo waren wir jetzt, Alter? Ach ja, okay. So ungefähr weiß ich es wieder. Es ist einfach so, dass man wirklich, wenn man kein Vollzut, ja, Digga, heute Sprachfehler Nummer 100, kein Vollzeit-YouTuber ist, dann ist es wirklich schwierig für einen so, wenn man auch nichts vorbereitet hat, wie gesagt, dann die Videos hochzuladen, wenn man aber auch keinen Scheiß hochladen will. Natürlich kann ich irgendein Video machen und dann, ja, passt schon, aber das ist natürlich ununterhaltsam und dann denkt ihr euch auch, Alter, was ist mit dem los? Stecker lebt oder was? Und lädt so eine Scheiße hoch. Ja, wisst ihr Bescheid.
Ich werde auf jeden Fall gute Videos bringen und da mache ich mal lieber eine Woche Pause und dann mache ich mal wieder gute Videos. Natürlich ist das jetzt ja auch kein High-End-Video, ne? Man kennt ihn, aber ich meine mal, das Video, wenn ich es hochladen werde, gefällt mir und müsste passen. So, dann gibt es noch ein paar Neuerungen und zwar gibt's nichts. Es gibt was Neues, ja, ich lasse mir einen Bart wachsen. Ja, auf jeden Fall, ihr kennt mich ja eigentlich mit diesem schönen Streifchen hier am Kinn, mal den Kinnbart, man kennt ihn. Aber ich habe mir gedacht, okay, Digga, probierst du mal Bart, ist die Zeit in Mode und jetzt probiere ich es mal aus und ich lasse mir mal ein bisschen Bart wachsen. Im Moment sehe ich noch aus, finde ich, wie so ein bisschen Obdachloser. Wenn man nicht wüsste, dass ich Arbeit habe, dann könnte man mich auch irgendwo vor einem Aldi setzen und nach Geld betteln lassen. Nee, mal Spaß auf die Seite. Also ich finde Bart richtig nice und lass mir deswegen mal einen stehen. Ja, moin. Ich lass mir einen stehen. Passt schon wieder. Ich denke schon wieder ganz falsch. Auf jeden Fall will ich mir einen Bart wachsen lassen und ich finde, für 2 Wochen ist es schon gut gewachsen so. Kann man nichts sagen. Werde auf jeden Fall demnächst nochmal zu einem Barber gehen, also direkt zu einem Friseur für Bärte, der sich auf Bärte spezialisiert hat. Und dann lass ich mir mal ein bisschen was Freshes ins Gesicht schneiden, hätte ich gesagt. Dann gucken wir, was rauskommt und wenn es mir nicht steht, ist ja nicht so schlimm, kann man immer noch wegrasieren, das Scheißzeug, ja. Videos folgen jetzt wieder. Ich werde jetzt wieder hyperaktiv, was Videos angeht und ich habe mir vorgenommen, immer mindestens 2 Videos in der Woche zu bringen. Vielleicht auch manchmal so 3 Videos, wenn es was Geiles gibt. Und das 1000 Abonnenten-Special wird auch bald folgen, aber das Problem ist, was ich machen möchte, ich habe noch keine Zusage bekommen. Es soll wirklich, das 1000 Abonnenten-Special soll natürlich auch was Besonderes sein, ja. Nicht irgendwie so ein Video, wo ich dann auf den Berg kletter und irgendwas, keine Scheiß drauf, vergesst es wieder mit dem Berg. Ich will auf jeden Fall was Besonderes machen. Und ich habe mir da schon was in den Kopf gesetzt. Das eine könnte ich jetzt nicht machen, da müsste ich noch warten, dass es etwas wärmer wird. Und da bräuchten wir mehr Leute dazu. Bei dem zweiten, da muss ich noch gucken, ob der Termin geht. Weil entweder dieses Wochenende oder nächstes Wochenende oder übernächstes, also nächstes Wochenende ist ja Turnier, da kann ich es nicht machen, wenn dann übernächstes Wochenende. Und ja, also das 1000 Abonnenten Special, ich weiß nicht, ob ich es hundertprozentig schaffe, wenn wir die 1000 knacken, aber ich denke, seid mir da auch nicht böse, wenn wir dann 1010 haben und dann oder wisst ihr was. Ja, das ist ein bisschen später, kommt einfach. Gut, dann hätte ich das auch noch geklärt. Ich meine mal, wenn das Video oben ist, dann habt es auf jeden Fall gesehen. Dankeschön fürs Angucken. Und wenn ihr Bock habt, heute Abend wieder ein gediegener Livestream auf Twitch. Link in der Beschreibung unten. Wenn ihr Bock habt, schaut vorbei. Würde mich freuen. Zurzeit geht es richtig ab und das finde ich richtig nice. Also wie gesagt, wenn ihr Bock habt, mal ein bisschen im Livestream reinstisseln. Ihr müsst nicht unbedingt schreiben. Einfach mal gucken oder so. Wenn es euch taugt, könnt ihr gerne dabei bleiben. Oder auch mal ein bisschen mit dem Chat unterhalten. Da sind auch ganz freshe Leute dabei. Und die Mods sind auch richtig aktiv. Richtig die Mangos und ja, ich weiß gar nicht, ob Mangos überhaupt ein Dings ist, Mann. Kann man überhaupt sagen, einer ist ein Mango? Ich glaube nicht, ne? Nee, hat gar keinen Sinn. Aber ihr wisst, Mangos sind geil, also sind sie auch geil, die Mods. Grüße gehen raus, natürlich. So, ich würde einfach sagen, ich will euch jetzt gar nicht mehr so lange aufhalten. Ich werde das Video jetzt schneiden und dann direkt hochladen. Wenn ihr das gesehen habt, habe ich das schon erledigt. In der Zukunft. Ja, gut. Wünsche euch jetzt noch einen schönen Abend. Vielleicht sehen wir uns im Livestream, würde mich freuen. Haut rein und die nächsten Videos folgen auf jeden Fall noch diese Woche. Das nächste werde ich versuchen am Freitag rauszuhauen. Sollte hinhauen. Okay, also bis dahin wünsche ich euch eine schöne Woche noch. Haut rein und lasst eure Mangobaum wachsen. Nee, da war scheiße. Nee, wir lassen es mit dem Abschiedsspruch. Ich überlege mir noch einen neuen. Ach, warum kann man Mangobaum schon wieder zweideutig verstehen? Ich bin auf jeden Fall raus. Haut rein.